Wieso werden Namra und Onjo von Zombies angegriffen, wenn sie doch beide angeblich Halbis oder Immune sind? Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier ist unser Short-Video zu den Halbis aus der ersten Staffel von All of Us Are Dead. Wieso können Gwinam und Onji unbehelligt durch die Zombies laufen, nachdem sie zu Halbis wurden? Und Namra und Onjo scheinbar nicht. Dazu schauen wir uns mal ein paar Szenen etwas genauer an. Im Laufe der Serie kommt es zu vielen Konfrontationen zwischen den Schülern und den Zombies. Fangen wir mit Onjo an. Sie wird scheinbar in der ersten Folge von der infizierten Honjo gebissen. Das müsste doch heißen, dass die Zombies sie in Ruhe lassen, oder? Und wie wir sehen, trifft sie mehrfach auf Zombies, die ihr sehr nahe kommen. Doch keiner von denen beißt sie. Genau wie Isaac, Onjos beste Freundin, die zum Zombie wird, aber nicht auf Onjo losgeht. Oder der Schüler in der Cafeteria, der auch sehr nah an ihr dran ist. Das gleiche gilt für Namra, nachdem diese gebissen worden ist, gibt es einige Situationen, in denen die Zombies sie scheinbar ignorieren. Vor allem die Szene in der Turnhalle, in dem sich die Schüler mit Sportgeräten und Käfigen nach draußen kämpfen, zeigt, dass Namra vor normalen Zombies sicher ist, denn hier gab es genug Möglichkeiten für die Zombies, sie anzugreifen. Die Zombies versuchen nur, an die anderen Schüler zu gelangen. Hier ist es offensichtlich so, dass der Schein trügt, denn genauso wie bei Gwinam und Onji wollen die Zombies den beiden nichts tun. So, wie wäre es mit dieser Frage? Wer war euer Lieblingsbösewicht in All of Us Are Dead? Schreibt es in die Comments und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.